Und es geht darum, dass wir selber unsere Zukunft gestalten. Ah, heute beim Mittagessen hat mein Herr gesagt, ja, reden, wir haben so viele Ideen, aber wir können es denn schaffen, dass wir was tun. Es geht genau um das. Wir müssen ins Gestalten kommen. Wir müssen miteinander gestalten. Das Reden alleine ist wenig. Wir müssen es leben. Und ein Mensch, der hier nun einen ganz besonderen Weg gegangen ist, in meinen Augen, dann haben wir uns zum Abschluss, das Abschlussreden, oder in Steinbach an der Steier, der für mich was geschafft hat, was einzigartig ist, der für mich einer der besten Redner ist, die ich bis jetzt immer wieder gehört habe. Mit der ganzen, ja, ich baue jetzt ein bisschen Glocken hoch. Aber bei dir macht das nichts, weil du das ja einfach bist. Aber ich kann mich erinnern, da habe ich das erste Mal erlebt. Wir haben bei einem Forum den Josef Ober vom Vulkanmann geladen gehabt und der hat aber dann kurzfristig absagen müssen. Und wie es der Zufall so haben will, ist uns der Karl zugefallen und hat dort einen ersten Vortrag gehalten. Ebenfalls der letzte Vortrag des Tages. Und das Schöne war, ich habe als Moderator, und ich sitze meistens irgendwo vorne, und habe die Möglichkeit, in die Gesichter der Menschen zu schauen. Und einer ist mir ganz besonders aufgefallen, den habe ich schon länger kennt, der Fritz heißt er. Ein richtiger gestandener Waldviertler. Und ich habe gemerkt, wir sind die Bewerbungsdruck. Und nach deinem Vortrag bin ich dann hingegangen zu Jan und habe gefragt, du Fritz, wie hat es denn gefallen? Sagt der Fritz, du Gerd, robuste Stimme, du Gerd, kennst mich, ich bin wirklich ein harter Hund. Aber das, was der Karl gesagt hat, das hat mich wirklich berührt. Und somit freue ich mich schon ganz besonders auf eine berührende Ausführung von Karl Siegfriedner. So viel Lob ist schwierig, was zu sagen. Ein paar Sachen sind mir so jetzt eingefallen, wie das ist. Ich bin noch so ein vollen Kabarett, das die beiden vergeben haben, ist jetzt über ernsthafte Dinge zu reden, wahrscheinlich gar nicht so leicht. Noch dazu, wo der Herr Meier von der Firma Füssel nicht unbedingt den Politikern Rosenstrahl hat, Herr Bürgermeister von Oberberg und Frau Vizebürgermeister. Ich weiß, dass die Politik viele Fehler macht, aber wahrscheinlich nicht absichtlich, wahrscheinlich nicht mit einem bösen Willen, sondern durch die Tagesthemen getrieben, glauben, alles tun zu müssen für die Menschen, weil Politiker müssen ja gewählt werden, der Unternehmer wird gewählt durch das, was die Kunden kaufen, das ist die Wahl dort, und die Politiker halt durch einen Stimmzettel. Und da sind halt viele der Meinung, am besten ist, wenn man alles tut, was die Leute gern hätten, und dann wollen sie einen. Und das ist das Dilemma. Und wenn jemand das nicht tut, und da denke ich an einen ganz Großen des vorigen und diesen Jahrhunderts, der Michael Gorbatschow, der hat jetzt ein kleines Bierchen wieder rausgebracht, der interviewt hat der Franz Alt, und der da auch schreibt, welche Visionen er gehabt hat vom gemeinsamen Haus Europa und was ihn bewegt hat, dieses Wettrüsten endlich zu beenden und die Menschheit vor diesem drohenden Atomkonflikt zu befreien, müsste man sagen, die Leute hätten ja alle auf Hände tragen müssen. Nein, er ist nicht mehr gewählt worden. Als Beispiel. Im Gegenteil, er musste sich gegenüber Gefangennahme sogar da in sein Ort Exil, wo er kurz gewesen ist, befreien. Und trotzdem glaube ich, dass wie er gefragt worden ist, was eigentlich er jetzt für sein Leben sieht, dass er gesagt hat, er ist überzeugt, dass noch kommt, von dem er geredet hat. Weil es zeigt sich, dass die Welt in einer tiefgreifenden Krise und Veränderung ist. Und irgendwann kommt man gleich drauf,
so geht es nicht weiter. Hört nur überall raus, so geht es nicht weiter, nur jeder macht was anderes. Wie es denn weitergehen soll. Und dann können wir uns die vier Sabrenner, was wir wollen, der Bürgermeister von Obernberg, die Frau Vizebürgermeisterin Gmönd, da verbindet mich zu Gmönd, das wissen Sie nicht, aber zum Burgstaller, das war der frühere Kapellmeister der Blasmusik und der Geschäftspartner. Ich war ja von der Landwirtschaft dann in der Landmaschinenbranche tätig und habe dort auch meine Erfahrungen gesammelt und bin dann erst nach diesen Erfahrungen in die Gemeindepolitik gekommen. Das schönste Hocken, den man überhaupt haben kann. Glaubst du, Sie werden es vielleicht schreien und werden sagen, was so super ist denn. Ich hab's als das Faszinierendste, das man überhaupt haben kann, erlebt. Auch wenn man dann genauso im Kleinen erlebt und sagt, ja, da ändert sich wieder so viel. Nicht alles lebt weiter, was man begonnen hat. Manches nicht zum Vorteil. Und trotzdem gibt es die Minuten und Stunden, und daher bin ich 75 Jahre alt, aber trotzdem darf ich mit Freude ein solches Beispiel sagen. Wir haben uns um Dr. Millendorfer, diesen Zukunftsforscher, berühmter, damals geschart in den 70er Jahren, aus dem ist auch Späß in Schlierbach entstanden, das Bildungshaus. Privat bin ich Mitbegründer von dem. Und der hat damals gesagt, wir müssen von einer Produktion des Wegwerfens zu einer Produktion der Schönheit, der Wertigkeit und der Reparaturfähigkeit gehen. Nichts ist gewusst. Genau das Gegenteil ist entstanden. Die Schiffe sind immer größer geworden, was den Mist übers Werk führt. Und ich habe mir gedacht, die ganze Mühe umsonst. Und in den letzten Tagen höre ich im Radio, die EU-Kommission hat vor, bis 2021 ein Konzept zu erarbeiten, wie nur mehr Produkte, die langlebig reparaturfähig sind. Weil dadurch die Arbeitsplätze in der Region bleiben. Weil dadurch die Rohstoffe weniger beansprucht werden, weil Sande gibt es nur in China oder wo irgendwo gibt und die nicht unbegrenzt vorhanden sind. Und man will dieses Konzept tatsächlich umsetzen. Jetzt höre ich noch als alter Mann, dass eine Idee, die man auch einmal gehabt hat und von der man nie mehr gehört hat, dass sie lebt. Wir haben schon in der Regionalentwicklung was organisiert und aufgebaut, wie man diese Reparaturschiene voranbringen können, aber es ist nicht gekommen. Und dann erst, noch bei Lebzeiten, es kommt. Ist das nicht schön? Und so ähnlich ist es mit allen auf dieser Welt, dass wir manchmal noch was Sehnsucht haben, allein uns fehlt der Glaube, dass Wirklichkeit wird. Und so ist es mir auch gegangen in der Gemeinde. Ich habe in der Firma unter ja, auch schwierigen Bedingungen arbeiten müssen und habe wirklich Erfolg gehabt. Das darf man sagen, ist ja keine Schande. Nicht? Ich war ein sehr guter Verkäufer. Während manche so, ich sehe, verständlich mit so einer großen Goschen, geht schon nicht. Übrigens, von der Kärntner Messe waren wir mal, die Holzmesse, bin ich um 2 Wege gefahren nachmittag und habe, bis ich heimgekommen bin, am Weg 6 Traktorsand Zubehör verkauft. Das war der erfolgreichste Tag im Verkauf meines Lebens. Vergiss ich nicht. Ich habe übrigens in Kärnten vorher noch einen Händlertag gehabt und so weiter. Ja, und da war eines, dass ich so überfordert war am Anfang, wie ich die Geschäftsführung übernommen habe, dass ich mich auf meine Mitarbeiter verlassen habe müssen. Es war durch eine Entwicklung, wo ich einfach über die Bank gebeten wurde, die Geschäftsführung für 5 Jahre zu übernehmen. Und diese Mitarbeiter, die haben mich so unterstützt und ich habe mich so auf sie verlassen, dass wir ein Team geworden sind, das so viele Innovationen gehabt hat, wo die Firma noch 30 Jahre und teilweise aus den damaligen Ideen, aus diesem Fundus, noch immer schöpfen kann, auch bei Produkten. Wir haben Traktorentwicklung gemacht mit unseren Kundschaften. Alle möglichen Sachen, was völlig
unüblich war. In Bad St. Leonhard haben wir die Kunden eingeladen und haben mit denen zwei Tage gearbeitet, wie müsste denn ein Grönlandtraktor ausschauen, wie es in einem Bauer im Berggebiet wünschen darf. Und das haben wir an den Produzenten weitergegeben und vieles wurde davon auch umgesetzt. Aber was nun weit wichtiger war, aus diesem Team der Mitarbeiter sind ungefähr 14 bis 15 Unternehmer hervorgegangen. Also ein paar kennt es vielleicht, den Rosensteiner Andreas, der Klauenpflegestände produziert, oder der Franz Wasserbauer, der die Futterungssysteme und so weiter, sind ein paar so weit, und Landmaschinenfirmen und so weiter. Und das war eigentlich, wenn man sagt, nicht ein Erfolg von meiner Arbeit, sondern das war die Frucht. Und ich glaube, es geht nicht so sehr um den großen Erfolg, den wir haben, so in dem Leben, sondern es geht um die Frucht, die das hervorbringt. Ich denke da jetzt gerade an diesen neu gewählten amerikanischen Präsidenten. Erfolg hat er schon viel gehabt. Aber ob das gute Früchte bringt, wie er das anlegt und tut, das ist was anderes. Das müsste man zumindest einmal 4 Jahre wenigstens aushalten. Das wird schon so sein. Also da ist ein großer Unterschied mit dem, was zu machen ist. Und das glaube ich, darf ich mal fragen, wie viele sind denn da in der Kommunalpolitik tätig, die da erinnern sind? Na, Sie müssen schon aufzuhören. Schauen wir da mal uns nicht. Ja, und trotzdem, wenn es auch nicht sehr viele sind, aber trotzdem möchte ich auf das ein bisschen hinweisen, weil es für alle Dinge des Lebens geht. Es ist sonst nichts als wie eine Lebenserfahrung. Es ist kein besonderes Wissen. Es hat auch nichts mit besonderer Weisheit zu tun. Sondern aus dem Gespür aus, aus der Sehnsucht, was machen. Und der Grund, das muss ich dann ganz kurz sagen, war, dass Steinbach auch einmal ein sehr erfolgreicher Ort war. Da sind Messer produziert worden, die, man würde vielleicht heute sagen, Besteckindustrie später waren. Aber die haben ja schon angefangen, um 1400 Messer zu erzeugen und noch über Venedig auf den damaligen Markt weltweit zu bringen. Und das hat den ganzen Ort Leben gegeben. Wenn Sie sich noch vorstellen, bei nur 2000 Einwohnern, 10 Wirtshäuser im Ortskern, 5 Lebensmittelgeschäfte, 4 Bäcker, 3 Fleischhocker. Also da kann man nicht sagen, Steinbach war ein Kaff. Es war ein lebendiger Ort und die Bauern haben die Produkte für die Arbeiter geliefert. Das Fleisch, das Obst, das Hauptgetränk, damals der Most. Er wird es wieder, aber eine Zeit lang war es nicht. Ja. Und dann sind die Produkte immer mehr aus Fernost gekommen und haben die daraus gewachsene Industrie, ein Bruder des berühmten Werdl, den ja alle wahrscheinlich im Ohr haben, der hat in Steinbach die erste industrielle Produktion von Isbesteck aufgebaut. Es wurde sogar von den Unternehmern eine eigene Bahn von Steyr bis nach Grönburg gebaut. Das hat nicht der Staat gebaut, das haben die Unternehmer von Steyr und vom Steyrtal haben die Baubaut, die heute über das Museumsbau fahren. Ja? Und dann muss der Ort erleben, wie die Arbeitsplätze wegbrechen, wie die Struktur wieder geht, wie die Wirte zusperren, wie die Geschäfte zusperren und so weiter. Und wie die Bauern ihre Produkte nicht mehr an die Frau und an den Mann bringen können. Und so ist eine Resignation entstanden, so ein Gefühl, wir sind arm, uns hilft der, überall geht der Geld hin, überall investiert aufs Land, nur bei uns nicht, weil wir sind vergessen und so weiter. Ja, wir haben keine eigene Post gehabt. Jetzt hat man über Post Grönburg, jetzt haben alle geglaubt, das ist Grönburg, dabei hat es Steinbach auch gegeben. Dann haben wir auch mal geschaut, wer die Region dort kennt, wenn man von Grönburg nach Steinbach schaut, dann war das zusammengefallene Viertel von Grönburg haben Leute gehabt. Und die Industrie, die Hallen sind labern, vor allem sind die Züge runtergefallen, viele Häuser sind labern und so weiter. Und in dieser Depression hat eines enorm gut funktioniert.
der parteipolitische Streit. Wer da Schuld hat? Also ich muss ehrlich sagen, mein Vorgänger, der ist zwar am Lungenkrebs gestorben, er hat sehr viel geraucht, aber das viele Rauchen hat auch was da gehabt zur Beruhigung der Aufregungen. Also wie ich in Gemeinderat gekommen bin, ich habe gedacht, ich kenne die Welt nicht mehr, wie man da miteinander umgegangen ist. Die Schuldzuweisungen, die Unterstellungen, wenn wer gelacht hat, dann haben sie geglaubt, die anderen wieder, da wird wer ausgelacht. Also da hat man nicht lachen dürfen. Also es war schrecklich. Man muss auch dazu sagen, ein bisschen was hat das auch mitgemacht, dass ja Steyr ein Zentrum des Bruderkrieges aus den 30er Jahren war. Nicht? Und daher die parteipolitische Polarisierung sehr ausgeprägt war. Und ich habe dann die Beerdigung von meinem Vorgänger organisieren müssen, weil ich da halt schon Vize war. Und wir haben halt das sehr ordentlich gemacht mit der Trauersitzung und wissen Sie, und dann muss die Kranz den Haufen und gleich wurde aufgestellt, alle Vereine und der Ratzenbüch war Landeshauptmann. Und der hat gesagt, sicher Seidner, ich muss dir sagen, ich glaube, sie wieder der Ratzenbüch war, ich muss dir sagen, die schönsten Bürgermeisterbeerdigungen erlebe ich bei euch. Weil wir haben viele gehabt, nicht? Drei haben wir schnell und es kommt. Nicht die Worte. Da habe ich gesagt, Herr Landeshauptmann, das ist ja kein Kunstbaumertübung da. Das glaubst du nicht, dass so ein Bürgermeister oder ein Vize, wenn es gleich hergeht, die bringt schnelles gehabt. Das lasst sie machen. Ich konnte euch Beispiele aus der Region erzählen, das ist so. Ja. Und da war ich der Meinung, nein, den Gemeindekasper mache ich nicht. Der hupft und alles tut, was alle gern hätten und alle kritisieren und fordern und schimpfen und bei der Beerdigung bist dann der Beste, der jemals in der Gemeinde gewesen ist. Einmalig, wir sind die paar Tage, das ändert dann. Nicht? Da wird außer der Rampen ein Schmetterling. Ja, so weit muss es gehen. Und dann kommt der Wurm beim Kopf, wenn man noch die Erdbestattung hat. Nicht? Und der geht dann durch und der kennt nicht einmal, welche der Rote, der Schwarze und der Blaue war. Er kennt nichts. Das will uns das gleich. Müssen wir wieder zurück zu unserer Mutter Erde, von der wir alles, was wir zum Leben brauchen, kriegen und kehren wieder zu dem hin. Das ist unser Schicksal, unser Kreislauf, ja, unser Beitrag. Und da habe ich dann gefordert, ich mache nur dann im Gemeindebürgermeister, wenn alle bereit sind, an einen Strick ziehen, ein gemeinsames Leitbild zu entwickeln, Werte zu vereinbaren, die wir auch leben, nicht reden, sondern die wir leben, und dass wir auch das, was wir schaffen, den Erfolg, den wir dabei haben, auch alle teilhaben lassen. Und nicht im Meister noch, ah, das war ein guter Bürgermeister, der hat was bewegt. Sondern das haben wir bewegt. Und wenn ich wo oft was erzählt habe, dann haben sie gesagt, ja, wer sind denn das wir? Das sind die Menschen der Gemeinde, die den Hirn aufkrempeln und was tun. Und da gibt es einen ganz groben Denkfehler. Die Meinung, wenn ich alles tue, dann bin ich der Beste und der Beliebteste. Und der Mensch ist aber genau umgekehrt. Er möchte haben, dass er selber was gibt und was ihm gelingt. Und beim Herfahren habe ich einen Radioauftrag gehabt, den Oberösterreicher. Und da haben sie für die Eislaufvorstellung morgen, nicht? Ein Interview gemacht mit so einem Mädchen mit 11 Jahren. Und dann haben sie gefragt, ob sie schon mal dabei war, auch bei dem Auftritt der ganz Kleinen, nicht? Der Junge. Und sie sagt, ja, voriges Jahr, was war denn das Schönste, haben sie gesagt, bei dem Auftritt? Wir alle applaudiert haben. Wir alle gestaunt haben, was die Mädchen können. Und das steckt in jedem Menschen drinnen. Bitte sagen sie ja nicht, bei Ihnen, Sie brauchen das nicht. Jeder Mensch braucht es, dass man sagt, du bist ein klasse Typ. Das muss ja nicht so sein wie beim Notar, dass man so hochlaufen will. Das wird ja auch, aber trotzdem, dass man sagt, du bist ein angenehmer Ehepartner, du bist ein Bürgermeister, der unsere Luft lässt,
der uns Begabungen entdeckt, der schaut, was steckt dann in den einzelnen Menschen drin. Und ich muss sagen, wenn die Frage gestellt worden ist, ob die, was das mitgekriegt haben, wie es war, so in etwa. Und dann fragt ja, wieso ist das so schnell gegangen? 86 haben wir angefangen, 87 haben wir dann das gemeinsame Leitbild fertig gehabt, haben eine Klausurtagung gemacht und so weiter. Und bereits 1990 haben wir die ersten Auszeichnungen gekriegt vom Gemeindebund. Wir haben dann schon 92 Dorfernährungspreise in Oberösterreich gehabt. Wir haben 94 den Europäischen Dorfernährungspreis gewonnen. Wir haben viele, viele Auszeichnungen gekriegt. Nicht, weil wir die größte Sporthalle gebaut haben, nicht, weil wir das größte Abwassersystem gemacht haben, sondern weil wir überall unseren Weg gegangen sind. Kostensparend ist der Herr Meier noch da von der Firma Fussel? Nein, nicht mehr da. Dass er auch das weiß, dass das auch gibt. Wir haben alleine bei den Kosten im Kanalbau 20 Millionen Schillinge gespart. Wir haben bei den Betriebskosten des Kanalsystems im Jahr für 10 Jahre je 700.000 Schilling eingespart. Und bei Tagungen, wo über das geredet worden ist, auf Landesebene, hat der damals zuständige Hofrat Spitzer, hoffentlich ist er kein Obernberger, der Hofrat Spitzer, der hat gesagt, die Storbacher sind gut beraten, nicht nachzudenken, wie es billiger bauen können, sondern so zu tun, wie wir sagen, und sonst müssen Sie sich einen neuen Bürgermeister wählen, der sich das dort hat. Ich habe gesagt, Herr Hofrat, Sie werden schon lange in der vermeintlich verdienten Pension sein, werden wir alle nur die Schulden zahlen. Sinnlos, die in unserem Gelände mit den vielen Pumpstationen und so weiter einfach nicht zumutbar ist. Lang im Konflikt gehabt, auch mit dem Land. Ich habe gewonnen, ich habe mein Angebot gemacht. Waren es die zuständige Person, die uns so behindert hat, von der Justizerei her angeboten, waren es die Person in Pension schicken, in Frühpension, zahlt die Gemeinde Steinbach 50% der Pension. jetzt, das Landeshauptmann, der jetzt am Ende seiner Phase ist, hat gesagt, wir die kennen sie ganz nicht, der nächsten Tag war es da und sagt, ich soll das Geld geben. Aber es, 3 Jahre später ist eine Broschüre rausgekommen vom Land Oberösterreich, wo drin gestanden ist, wenn eine Gemeinde das noch nicht fertig geplant und gebaut hat, soll es unbedingt das anschauen, wie Storbach gemacht hat, weil es sind große Möglichkeiten der Einsparung gegeben. So ist es. Es ist oft ein Kampf, eine Mühe, aber wir haben immer miteinander gekämpft. Wir sind alle Fraktionen nach Linz gefahren, haben die Landesräte, 4, waren damit befasst, gesagt, wir haben um 11 Uhr Pressekonferenz, da sagen wir, was rausgekommen ist, was wir für einen Spielraum gekriegt haben und wer uns gut gesinnt ist und wer unser Projekt unterstützt, hat auch der Büringer gesagt, Sie jetzt leider, da braucht man gar nicht reden drüber, ich kaufe mir die Zeitung morgen, dann steht es eh drinnen, was zum Sagen habt. Der war angefressen, der hat eh selber gesagt, der ist auch wie ein Kickerl ausgeblieben. Aber er hat eigentlich erkannt, die bemühen sich. Die halten Zaun, die suchen Wege und Lösungen und das tut gut. Und das Schöne dabei war, dass es in allen Bereichen, von der Gesundheit, wir haben den die gesunde Gemeinde entwickelt bei uns. Wir haben die erste Veranstaltung gehabt. Ich glaube, ich brauche mich nicht entschuldigen dafür, bin von der ÖVP aufgestellt worden als Bürgermeister. Aber der Obmann der SP, mein Vizebürgermeister, ist mein bester Freund geworden, den ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Und jeder hat seine Meinung vertreten. Wir haben nicht Parkett oder sonst was. Man darf ja verschiedene Standpunkte haben. Stellt sich vor, wenn ich einen Berg aus verschiedenen Richtungen anschaue, dann kann ich ihn am besten beschreiben. Wenn ich nur von einer Blickrichtung sehe und der andere kommt von der anderen Seite, dann sagt er, was hat man an der Siegerseite erzählt, wie der Berg ausschaut, zum Beispiel der Traunstein.
Nicht? Der schaut von vorn von der Autofrau ganz anders aus wie von der anderen Seite. Das heißt, die verschiedenen Standpunkte, nur es braucht die Fähigkeit und die Bereitschaft und die Überzeugung, dass nicht alles, was der andere sagt, der Blödsinn ist. Sondern dass auch der andere, der einen anderen Standpunkt hat, was zum Sagen hat. Und so geht es mit allem. Heute sind die Zeugen Jehovas vorbeikommen. Ja? Ich sage Ihnen jetzt mit großem Respekt vor euch. Ihr habt in den schwersten Zeiten der NS-Zeit dazu gestanden und sind viele sogar im Tod gegangen und haben eher Gewaltfreiheit verteidigt. Okay, warum soll ich denen feindlich gegenüber gesehen sein und muss mit so viel zusammenleben und habe ich schon arbeiten müssen, die jeden Schöpfergedanken ablehnen und glauben, die ganze Welt ist ein Zufall. Nicht? Wenn wir nämlich recht gescheit werden, fällt ja der Hausverstand das draufkommen, dass aus Zufall so intelligente Dinge gar nicht entstehen können. Das ist eine Utopie. Das ist ja lächerlich. Aber es ist halt so, wenn man sich damit beschäftigt und ja, wenn man öder wird, dann kommt man halt aus diesem Staunen nicht mehr raus. Und du entdeckst wieder was. Ich würde sehr gerne im Wald arbeiten. Wow! Ich bin ein musischer Mensch geworden. Ich bin nie in Konzerte gekommen, recht viel, außer bei den örtlichen Dingen. Heute kann ich zu den schönen Jahreszeiten in der Früh ein Morgenkonzert und ein Abendkonzert anhören, wenn ich in den Wald gehe. Die Vögel singen in der Früh ganz anders wie auf den Abend. Ja, es ist so. Aber hören müssen wir es. Hören müssen wir die Sehnsüchte der Menschen. Und was sind die? Überlegen Sie einmal, wäre zu meinem 60. Geburtstag aufgehört habe, ich bin nicht abgewählt worden, weil schon öfter wer gesagt hat zu mir, na, warum haben sie dich nicht mehr gewählt? Ich habe gesagt, nein, das war nicht das Problem. Sondern ich habe mir vorgenommen, nachher möchte ich nur eine Phase, wenn man der Herrgott Gesundheit schenkt, dass ich andere davon noch begeistern kann auf so einen neuen Weg der Politik. Denn diese Politik, über die viele so schlecht reden, die ja in Wirklichkeit nicht so schlecht ist, ja. Es ist nur nicht so einfach, wie es manche darstellen. Das ist das Problem. Es ist komplizierter, als wir man oberflächlich denkt. Aber trotzdem können wir die nicht im Großen verändern, sondern nur von unten her. In den Dörfern, in den Gemeinden, wo Menschen zusammenhalten, ihren Standpunkt und für eine Partei beibehalten, da braucht keiner untreu werden. Aber für das Gemeinwohl gemeinsam aus verschiedenen Blickrichtungen zu arbeiten. Dies wäre das Neue, das wir leben können. Und im Rückblick sehen wir sehr oft, dass nicht alles ganz gescheit war, was man selber vertreten hat. Dass aber auch nicht alles ein Blödsinn war, was wir vertreten haben. Immer gibt uns auch, wie es aus den generationsfolgenden Familien, wie oft hat schon ein Vater geglaubt, dass sein Buben wird nichts und dann ist er ein toller Unternehmer geworden oder ein toller Facharbeiter. Und manche haben geglaubt, ihr Sohn wird der Größte und waren es nicht das, was er erhofft hat. Auch das gibt es. Wir haben es nicht in der Hand. Und wir dürfen, wenn uns gelingt, dankbar sein. Und dankbare Menschen, die auch eine Freude haben mit dem, was ihr gelungen ist. Wenn wieder eine Person neugierig geworden ist, was tat's denn da? Wenn eine Person gesagt hat, wir haben es gefragt, du, ja, muss ich noch was sagen, einer der ganz großen Fehler ist, wenn der Bürgermeister oder sonst wer in der Gemeinde sagt, übernehm die Funktion, brauchst eh nichts da, aber es muss wer dort stehen. Nicht? So hat es ja oft geheißen, nimm das. Ja, glaubst du, dass da wer Freude haben kann? Wer will denn was da, das was man in Wirklichkeit eh nicht braucht? Ich muss ihm sagen, du, das ist ja so eine wichtige Aufgabe, das Thema Gesundheit in der Gemeinde. Auf das baut die nächsten Generationen auf. Und da braucht man wen wie die, der drauf bleibt, der beständig ist, der den langen Atem hat. Da hätte ich Freude, wenn du ja sagst. Und ich helfe dir dabei. Und in dem, wo wir ihm helfen, dass er Erfolg hat, werden wir selber auch
fruchtbar. Jetzt sage ich gar nicht erfolgreich, weil die nächste Strophe ist fruchtbar. Und jeder, so wie die Mädchen, die da beim, am Kunsteisplatz da morgen eine Vorführung machen und sie heute schon freuen auf den Applaus, was kriegen, so freuen sie die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde, wenn endlich die anderen Gemeindebürger erkennen, die ist auch nicht ganz deppert, der ist auch kein Trottel, der kann auch was. So. Und diese Menschen auf die Bühne zu stellen und zu sagen, großartig, was du gemacht hast, das ist das, was Menschen zufrieden macht. Was eine Gesellschaft bauen lässt, die auch im Wohlstand, den wir Gott sei Dank haben dürfen, nur glücklich sein kann. Sonst sind wir ja nicht mehr glücklich. Was hilft es denn, wenn wir das ganze Materielle zuschirmen, im Innersten aber etwas leer bleibt, nämlich die Anerkennung und Wertschätzung. Und jetzt stellen Sie sich noch vor, der Bürgermeister von Obernberg, der geht am Ende seiner Amtszeit, wenn er einmal aufhört, bei den taugt es recht lang, also macht sich keine Hoffnungen, der bringt sich so schnell los. Also angenommen, der macht es und sagt dann zu seinem irgendeinem Obernberger, du, wir haben viel zusammengebracht, die Jahrzehnte, aber eins darf ich dir sagen, die haben wir nicht gebraucht dazu. Der war auf ihrem Albe beleidigt, der wurde nimmer aufhören. Das Schönste ist einmal, wenn er sagen kann, Franz, wir haben viel gemacht, du bist zwar nicht bei dir dabei gewesen, die wir am Anfang unterstützt haben, aber du warst so ein wertvolles Glied in unserer Gemeinschaft bei der Umsetzung der Dinge. Ich bin dir dankbar dafür, dass du mich so unterstützt hast. Und dies wird der Franz sagen dann, naja, so viel weiß ja nicht, was ich da habe. Es ist ja nicht. Aber es ist das Wichtigste, dass der, der Verantwortung hat, und das haben wir heute sehr gut von Herrn Meyer bei der, von der Firma Füßl ausgehört, im Unternehmen dasselbe. Den Menschen zu sagen, du bist wertvoll für uns. Eines Tages sitze ich im Gasthaus Forsthof in Sierning, vielleicht kennen wir dieses traditionsreiche Gasthaus, kürzlich war es im ORF vorgestellt worden. Ne? Und da sitze ich halt mit geschwinder Seite Bier getrunken und nebenbei sitzen zwei Unternehmer aus Steyr. Und dann höre ich so, wie man halt das noch hört, wenn nicht so viele Leute da sind. Und da sagt der eine, ich weiß nicht, was das ist, die ganzen Idioten der Region kommen zu mir, die Firma. Also die, was ich 24 Leute habe, und dann ein lauter Idiot. Da habe ich es nicht mehr ausgehalten und habe gesagt, ob ich mal sein und bei ihr trinken darf. Ja, aber da nichts dagegen gehabt. Sag ich, ich bin auch in der Firma tätig, wir haben, was weiß ich, 124 Mitarbeiter damals gehabt, aber wir haben 124, sag ich, aber ich habe nicht nachgedacht, ob ich auch Idioten dabei habe. Aber ich finde keinen. Dass das gibt. Konnte das sein, dass in Ihrer Firma die Leute zu Idioten werden? Weil wenn ich jeden Fehler so groß mache, dass sie nicht mehr was da traut und keine Eigenverantwortung mehr hat, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn statt kreativen Mitarbeitern die mitdenken, Leute sind, die anschalten. Und das glaube ich, ist unsere Aufgabe, alles zu tun, dass die Menschen nicht anschalten in der Gesellschaft. Nicht nur Ansprüche stellen und kritisieren und alle, die sich bereit erklären, in der Öffentlichkeit was zu tun, werden kritisiert und geschimpft und so weiter. Gibt eh genug Fehler. Zudem müssen wir alles tun, alles zu verbessern. Ja? Aber zu unterstellen, dass jeder, der mal in Politik geht, von Haus aus was Schlechtes will, das war ein großer Irrtum. Nur der Mut fehlt, den Menschen zu sagen, gut kann es nur dann sein, wenn alle ihren Beitrag dazu leisten, auch für die Gemeinschaft. Und die Demokratie ist sowas Wertvolles und sowas Schönes. Und wir dürfen nicht jeden Großsprecher, ähnlich wie der Trump, auf den Leim gehen. Viele sagen was, was ganz was anderes handeln. Entscheidend ist, dass das, was wir denken, auch sagen und was wir sagen, auch tun. Das ist entscheidend. Dass das nicht auseinanderklopft.
Und dann können wir miteinander um den Weg suchen. Und darum bin ich so dankbar auch für die Initiative Wertevoll Leben, weil es eine Ebene schafft, wo sich Menschen wieder damit beschäftigen, nicht nur Ansprüche zu stellen. Unsere Dörfer klagen mit vielen Problemen und Abwanderung und Zusperren. Müssen wir nicht ganz neue Werte des ländlichen Raums bekannt machen, auch wenn Lebensmittel ganz was wichtig sind und unsere Bauern natürlich nach wie vor einen ganz wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Es kommt nicht auf dem Umsatz in der Gesamtwirtschaft an, sondern das braucht jeder, dass man was Gesundes und was Gutes zu wissen hat. Ich würde den Bauern viel mehr Wertschätzung auch für ihre Arbeit entgegenbringen. Wenn es Viecher da sind, jedes Wochenende die Arbeit machen müssen und so weiter. Ich habe gerade jetzt meinen Sohn 3 Wochen daheim vertreten bei der Steuerarbeit. Na ja, du gibst halt keine. Da kannst du nur ausgemacht haben, was du willst. Viecher müssen ja fressen können. Geht nicht anders. Aber es ist ja der ländliche Raum ein Raum höherer Ordnung, wo der Mensch wieder gesund werden kann. Ich habe in der Schweiz, im Emmental, in Eckiwil, ein Projekt mit initiiert, wo auf Bauernhöfen, bei Biobauern, Jugendliche, die in eine Krise geraten sind, die in Heimen nicht bewältigbar ist, mitleben und mit Kindern betreut werden, mit ihren Kindern zusammen, und haben dort gigantische Erfolge, was da ausgewachsen ist. Betriebe, die jetzt Lehrlinge zusätzlich ausbilden, damit sie dann auch noch das Lehrbund wird sie können. Es haben die Schulen nicht zugespielt werden brauchen, weil sie Jugendliche hingekriegt haben, die wieder durch den Schulgängen, haben neue Firmen, haben Geldkreisläufe damit schließen können. Ist möglich. Und jetzt denke ich, könnte nicht der ländliche Raum auch was sein, unseren Kindern, die oftmals verführt werden durch die neuen Medien, die nur mehr da drin umeinander tippen und keinen Kontakt mehr zur Natur und zur Umwelt haben, wo uns Experten sagen, dass unter Umständen bei diesen Kindern ein Teil dasselbe passiert wie bei alten Menschen, dass sie das abbaut, so wie Demenz, nicht nur da das Buch geschrieben, digitale Demenz. Also, man sagt, die Hirnforschung kann heute nachweisen, dass mit der Händearbeit, mit handwerklichem Tun, Fähigkeiten im Hirn entwickelt werden, dass das zusammenhängt. Und wenn wir gute Zukunft wollen, und so viele Eltern sagen, unsere Kinder, in meiner Zeit hat es mich geheißen, die sollen es besser haben, wie wir, nicht? Das geht ja jetzt nicht mehr. Weil nur besser, das ist ja nicht mehr möglich, nicht? Weil dann werden wir ganz dick gesehen. Also da hat es ja was. Also wo ist dann das Besserwerden? Das ist nicht mehr im Konsum. Das ist nicht mehr in die Wegwerfartikel, die erarbeitet sind, wenn du das wieder ins Holzstoffzentrum führst. Wenn du so viel Klumpert liegen hast, dass du nicht mehr durchmachst beim Gehen. Es liegt darin, wieder Schönheit zu entdecken, Wertigkeit zu haben, stolz sein auf was, was vielleicht die nächste Generation auch nur einmal ernten kann. Und nicht nur Müllentsorgung mit Containerweise. Die Zeit geht zu Ende. Menschen in unserer Gemeinschaft zu haben, die durch ihre Fertigkeiten die volle Entwicklung ihres Gehirns haben, die menschlich sein können, die dann, wenn meine Generation und die ein bisschen gingen, in Massen vorhanden sind, auch noch diesen Menschen menschlich entgegentreten und nicht nur als Kostenfaktor eines Tages einmal. Wo wir begreifen, dass wir nicht unseren Markt nur so sehen müssen, dass alle reich werden bei uns und in vielen Ländern die Armut und der Stand der Entwicklung nicht vorwärts gehen kann. Müssen wir nicht unsere besten Leute dort auch hinschicken, damit sie dort was tun, damit wir nicht dann Angst kriegen, wenn sie alle kommen. Ist das nicht eine neue Denkweise, anstatt Mauern zu bauen? Bitte, wo sind wir? Da haben wir gejammert über den Eisernen Vorhang und haben den Kommunismus abgeurteilt mit dem Eisernen Vorhang. Und jetzt fangen wir nur die Trotteln an, Mauern zu bauen. Aber wo sind wir denn?
Und daher glaube ich, gibt es nur einen Weg, der darin besteht, jeden Menschen als einen Geschöpf der Schöpfung anzuerkennen, seine Fähigkeiten zu entwickeln, ihm ein Beispiel zu geben, was er mit dem angehen kann, wie er was aufbauen kann, wie er zur Wertschätzung kommt, wie er Applaus kriegt, wenn er mal auf der Bühne steht, wo der Bürgermeister vorsteht und sagt, das ist der Huber, den haben wir zum Verdanken, dass wir so eine tolle Softerei bei uns haben und das Obst aus der Region wieder verwertet wird. Oder Hochschnitzelheizungen 5, die unseren ganzen Ort versorgen und wir mit nachwachsender Energie das machen können. Wo wir wieder ein Kaufgeschäft haben, wo du alles, was du zum Leben brauchst, kriegst und möglichst viele Produkte auch aus unserer Region. Sollte man denn nicht diese Menschen auf die Bühne holen und sagen, hallo, ihr seid super. Und wir stehen dazu, dass wir diesen Kreislauf wollen und kehren ab von der Meinung, wenn das Geld in der Brieftasche nicht mehr Platz hat, dann sucht man uns halt irgendeinen Spekulanten, wo wir was anlegen können. Und wenn es dann auch nicht mehr recht viel wert ist, dann haben wir halt die kranken Leute, die ganz verzweifelt sind, weil es umsonst war. Und wenn schon dieser Sport bleibt, dann kommt das Problem, dass das Totenhemd keine Taschen hat. Nichts mitnehmen, aber eh schön. Ich nehme mir das auch mit, wenn es geht. Aber ich weiß, ich muss alles da lassen, wenn ich fühle. Aber das war halt schön. Gebt mir so das Kopfpolster, da hilft es mir auch nichts mehr. Also, ist ja die Katastrophe. Also das heißt, das Umdenken in Werte, in erfüllte Menschen, in Menschen, die sich freuen, dass sie da früh gesund aufstehen können und wieder was tun, was uns alle dient. Ich darf dankbar sein dafür. Ihr glaubt es gar nicht, wie ich mich frei. Ich habe jetzt mal zwar nicht mehr gestanden, aber ich gekriegt. Jede Maschine und jeden Werkzeug habe ich auf den ersten Griff jetzt. Weil es so übersichtlich geworden ist. Dann lass es meiner Frau anschauen. Da drin liegt das so riesig. Du musst schauen. Das hat sie mir nicht zutraut. Sie hat nicht geglaubt, ich bin nur ein Mundwerker. Aber das ist einfach das Schöne. Und wenn wir uns unterstützen und nicht einer den anderen als Konkurrent und Gegner sieht, sondern als Partner. Wie kann ich dann mit dem zusammenarbeiten, dass der andere auch einen Nutzen hat von mir? Und nicht warten, bis er zuspüren muss, weil dann geht es vermeintlich mir besser, bis die Totenstille einkehrt und wir alle miteinander abzusammeln. Das ist die Frage. Und dieses Denken, das ist das Anliegen vom wertvollen Leben, habe ich rausgefangen. Und darum bin ich euch dankbar, dass durch einen Zufall ich da reingekommen bin, durch eine Notsituation, eine Notlage, wie man sagt, aber es dient mir, weil ich glauben kann daran, dass das nicht umsonst ist. Weil ich so viele Menschen immer wieder sehen darf, die ähnliche Sehnsüchte haben. Und wenn wem der Glaube verloren gegangen ist, dass er meint, das geht nicht mehr, so, und oft schon gesagt, sie gesagt, du hättest ja vor 30 Jahren kommen sollen, da war es noch gegangen, heute ist spät. Nein, es ist nicht spät. Anfangen müssen. Den anderen sagen, du bist mir wertvoll. Mit dir ist unser Ort das doppelte Wert. Deine Dienstleistung, die du anbringst, ist großartig. Zu dir heute. Ich schaue nicht nur, ob es nicht nur jemanden gibt, der mit ergaunertem Kapital am Weltmarkt dann die Kleinen alle umbringen will und alles unterbietet, sondern wo wir auch Treue wieder in der Wirtschaft haben. Wie schamlos ist es, wenn manche, die was, auch Gemeinden, die was bauen und investieren, die Angebote von überall herholen, aber die eigenen Leute im eigenen Ort nicht einmal fragen, ob sie es nicht machen könnten. Heilig sind. Einmal haben wir Landeskontrolldienst gehabt, und da bin ich kritisiert worden wegen die Kredite. Weil wir haben die Kredite auf Sparkasse Reicher, was unsere Institute sind, verteilt zu sehr guten Konditionen. Besser wie die großen Banken. Und da hat der Herr Hofrat bei der Abschlussgespräch gesagt, Herr Bürgermeister, bestens alles in Ordnung, ich muss Ihnen ein sparsamstes Wirtschaftsgeschäft, nur bei den Kredite. Da müsst ihr halt anders, da müsst ihr die großen Institute alle geben. Sag ich, Herr Hofrat, das ist eine gute Idee,
Wir haben wieder ein Wirtshaus, wir können auf einen Kaffee gehen, nur der Rat hilft mir nicht. Weil wenn wir die paar großen Kredite, die wir brauchen, mit Banken in Wien oder wo sie immer machen, dann werden wir im Ort bald nicht mehr keine Bankstelle haben. Weil nur von ein paar Lohnkunden leistet sich keine Bank mehr eine Stelle. Und was mir aufgefallen ist, jetzt im Alter, dass die Menschen, die in finanzielle Not geraten sind, alleinstehende Mutter, die total überschuldet ist, die auszuzahlen. Und wenn du dann siehst, wie sie alle Haie an solche Leute nur bereichern, dass von denen die höchsten Zinsen verlangt werden, 18,5% Zinsen hat es zahlt an die Großbanken, als Beispiel. Und dann habe ich mit der regionalen Bank vereinbaren können, dass wir runtergekommen sind auf 1,5% Zinsen, als Beispiel nur. Und wenn ich dann sage, was für Freude das ist, dann sehen wir wieder eine Frau außer Kind, kein Sozialfall wird, sondern wieder beginnt. Und heute hat es mir, weil es Viecher hat da wieder heimgebracht, heute hat es mir ganz was Schönes gesagt. Ich habe mir gesagt, Frau Seidel, ich darf sogar ihren Namen sagen, ihr Tochter ist mit 5 Jahren tödlich verunglückt in der Steier. Ihr Vater ist kürzlich gestorben und jetzt ist ihr Mann gestorben und so viel Schulden und alleine zahlen. Und ich habe gesagt, einen Punkt zum Sparen haben wir noch, sonst haben wir alles im Haushaltsplan aufs Letzte gebracht, rauchen tut es noch. Sag ich, ich will sie nicht trennen, Frau Seil, aber da hätten wir nur wegen dem Polster, wo wir nur ein bisschen was reinbringen, weil ihnen tut es nicht gut, ist nicht gesund, schade, wenn man so eine hübsche Frau, wenn es unnötig bald sterben muss. Ja, ich rede schon so deutsch auch, noch dazu ist im Zentralröntgen des Krankenhauses Steyr beschäftigt. Sie sieht ja also so lange, wie die ausschaut. Nicht? Ich weiß ja, wie das ist. Und heute hat es mir gesagt, Herr Siegelsleitner, am Dienstag dieser Woche habe ich die letzte Zigaretten gekauft. Stellt euch vor, 90 Euro, da sparen wir uns jetzt im Monat. Und Ihre Gesundheit ist nur weit mehr wert. Ist es nicht schön, wenn man in einem Menschen zuschaut, wie er in seinen Sorgen und Nöten versiegt und die Leute sind noch deppert reden drüber und er kriegt noch 1080 Euro verrechnet für die Lohnexekutionslage, die da abwickelt worden ist. Alle stürzen sich da drauf, anstatt die Hände bei der Arbeit schmutzig zu machen, zu helfen und stützen, die rausholen, die in Gefahr sind, in ihren Sorgen und Nöten zu ersticken. Das ist die schönste Aufgabe und wer vor euch auch in so einem vernünftigen Alter langsam kommt und älter wird, die Garten nicht versinken lassen, wenn ich auch nicht mehr zu viel, nicht mehr zu brauchen bin. Aber Menschen helfen, weil da kenne ich mich aus, sonst hätte ich ja nicht einen Betrieb führen können. Dass mit einem Geld zurechtkommen, das Lernen, Sparen, das draufkommen, wie schön es ist, wenn ich wieder pünktlich zahlen kann und nicht nur es auf Raten vereinbaren muss, weil ich wieder Herr der eigenen Situation bin, das können wir. Lasst euch diese Begabungen nicht nehmen, sie sind Geschenke des Schöpfers an uns. Und diese Begabungen, die sollten wir einsetzen, nicht für unseren Egoismus, sondern zur Freude von anderen Menschen, dass sie wieder Luft kriegen und das Leben erkennen können, als ein wunderbares Geschenk. Und ihren Beruf und das, was sie daran verdienen, nicht ein Schmerzensgeld ist für das, was sie erleiden müssen, sondern die Anerkennung ihrer Begabungen und Fähigkeiten. Das wünsche ich, dass euer Ort zu so einem Standort wird, wo Menschen das lernen können. Die Hirnforscher sagen, der Gerhard Hütter, den ich inzwischen gut kenne und mit dem ich auch zusammenarbeite, der sagt, sie können das heute messen, was sie tut, wenn Menschen so miteinander umgehen. Da entsteht im Gehirn ein Gewitter. Da wird bei 80-Jährigen nicht nur, wie man geglaubt hat, die Gehirnsubstanz abbaut, sondern da entsteht nur einmal eine neue. Hochinteressant. Wer will denn das nicht? Als Beispiel, wenn wir nur gesund sind. Dass wir uns einsetzen für den anderen und miteinander Freude haben. Und das erlebe ich auch mit Flüchtlingsfamilien, inzwischen ist eine syrische Familie in unserer Gemeinde zu so guten Freunden geworden. Der Vater war
hat zwei Gemüsegeschäfte gehabt in Damaskus und haben leider Gottes flüchten müssen unter fürchterlichen Zuständen. Seine Frau ist da auch jetzt. Die Tochter macht ein Praktikum am Krankenhaus Steyr, spricht inzwischen 5 Sprachen, weil sie in der Türkei ein Eichel im Zelt war, in den Ding. Die Kinder, die Kleinen, sind wieder beieinander in der Familie. Und dann haben wir einen Abend gefeiert, nicht als Adventabend, aber es war in der Adventzeit. Er hat auf seiner Laute gespielt, so was wie eine Laute, es schaut ein wenig anders aus und ist ein bisschen anders. Und die Tochter hat dazu gesungen und ich muss Ihnen sagen, ich kaufe meinen Sohn eine Milch ab, alle 14 Tage 20 Liter und die Frau macht daraus einen Käse, wie ich ihn noch nie gegessen habe. Gehen wir doch von dem ab, dass wir glauben, Leute, die in Not und arm sind und ihr Leben nicht mehr schaffen können, dass das lauter Verbrecher sind. Wissen wir denn nicht, dass zum Beispiel gerade Syrien eines der Wege der Menschheit, der kultivierten Menschheit ist? Wir haben ja keine Ahnung, was sie auf der Welt tun. Dass wir nicht solche nachlaufen, die schon vor, was weiß ich, die 30er Jahren schon gewusst haben, dass solche Menschen und Untermenschen gibt und was weiß ich was. Alle sind wir Menschen, die es wert sind, alles zu tun, dass das Leben gelingt. Und alles sollte man tun, dass nicht Menschen abgleiten in Kriminalität, in alle möglichen Sachen, weil sie keinen Weg und keine Hoffnung sehen. Und das wünsche ich euch alle miteinander. Und vielleicht, ja, das Zeugnis, das ich sagen möchte, auch mit 75 kann das Leben nur wahnsinnig spannend und schön sein. Und das wünsche ich euch auch alle. Danke. Was soll man da noch sagen? Ja. Zuvor habe ich schon gesagt, und das möchte ich jetzt nochmal wiederholen, weil es passend ist, als wie zuvor. Wir müssen das Leben nur leben. Und für mich ein beeindruckendes Beispiel bist du, Karl, der über Jahrzehnte aktiv ist und in der Beziehung zu Menschen für sich selber die Freude findet, den Lebenssinn, den Lebensinhalt findet. Ganz gleich, ob das die Nachbarin ist, ob das eine Flüchtlingsfamilie ist, ob das der Vizebürgermeister war oder wo auch immer, die Lebensqualität wird maßgeblich und entscheidend von unserer Beziehungsqualität bestimmt. Von dir geht er aus, ist auch von dir. Und daran glaube ich aber von ganzem Herzen. Mit unserer Beziehungsqualität, mit unserer Beziehungsfähigkeit sind wir in der Lage, Lebensqualität zu schaffen. Und das beginnt bei mir selber, haben wir heute in der Früh schon mal gehört, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du das selber nicht magst, wird es schwer werden, den anderen zu mögen. Liebe deine Familie, liebe deine Frau, liebe deine Kinder, liebe deine Nachbarn, deine Kolleginnen, deine Kollegen, liebe dein Umfeld. Und so wird jeder von uns immer mehr seine Potenziale entfalten. Und an das glauben wir, wir werden voll leben. Wenn jeder seine Werte voll lebt, dann haben wir alle was davon.